Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte. Und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, an diesem ersten Tag des neuen Jahres. Wenn etwas Neues beginnt in unserem Leben, da befallen uns unterschiedliche Gefühle. Vielleicht etwas Neues entwickeln, Visionen angehen, etwas planen, vielleicht aber auch Unbehagen. Wird das so gelingen, wie wir uns das vorgestellt haben? Ähnlich wird es mit Gefühlen von Menschen am Beginn des neuen Jahres sein. Viele starten mit Vorsätzen. Man darf nicht den Fehler machen, mit Vorsätzen zu starten, die am 2. Januar schon überholt sind. Visionen entwickeln ist, glaube ich, unausweichlich, egal in welcher Situation und Stellung wir in dieser Gesellschaft und Kirche stehen. Es gibt aber auch viele Fragen. Wie wird es weitergehen? Wie wird es sich an meinem Arbeitsplatz entwickeln? Wie wird es mit meiner Altersversorgung werden? Wie geht es weiter mit Europa? Wie wird es werden und bestellt sein um den Frieden in dieser Welt? Fragen über Fragen am ersten Tag des Jahres. Der Blick am ersten Tag des Jahres wird auf Maria gelenkt. Maria, es ist heute das Hochfest der Gottesmutter, der 1. Januar. Und sie wird schlicht am Rande auch des heutigen Evangeliums noch einmal erwähnt. Sie nimmt es wahr, das Geschehene, und bewahrt es in ihrem Herzen. Und sie dachte darüber nach. Sie fragt nach dem Sinn, was hat das, was sich da so ereignet, für mich und mein Leben zu bedeuten? Und darin versucht sie immer, den Willen Gottes für ihr Leben zu erkennen. Und sie ist uns damit als besondere Botin und Fürsprecherin auch am heutigen ersten Tag des Jahres an die Seite gestellt. Wie kann unser Leben gelingen?
Vielleicht auch, wenn wir wieder den Blick gewinnen auf die kleinen, unscheinbaren Dinge. Ich habe es gestern schon im Rückblick gesagt, wenn wir zurückblicken, bleiben wir oft an den negativen Dingen auch hängen. Wenn wir über Kirche, Gesellschaft, Politik diskutieren, über was diskutieren wir? Immer nur über die negativen Dinge. Nehmen wir auch das Positive überhaupt noch in unserem Leben wahr? Eine kleine Geschichte, die mich in diesen Tagen im Zusammenhang unserer Kinder- und Familiensegnung im Dom angesprochen hat, hat mich auch an diesem Wechsel des zum neuen Jahr hin bewegt und gibt uns da vielleicht auch eine Richtung. Sterne sprechen eine besondere Sprache. Der Weihnachtsstern, der Stern von Bethlehem, ist ein besonderes Zeichen. Und wir fragen, steht unser neues Jahr unter einem guten oder einem schlechten Stern? Fragezeichen. Von den drei Weisen wird in einer Legende erzählt, als sie Bethlehem wieder verlassen hatten, schauten sie auf die Stadt zurück und sahen ein Schauspiel, der Stern von Bethlehem über dem Stall zerbarst in viele tausend kleine Sterne und fiel überall auf die Erde. Sie konnten mit diesem Schauspiel nichts anfangen und sie zogen weiter. Als sie an einer Kreuzung angekommen war, stellte sich die Frage, links, rechts, geradeaus. Ein Mann, der des Weges kam, zeigte ihnen die Richtung und gab ihnen Proviant für die weite Reise mit. Und als sie diesem Mann ins Gesicht blickten, erstrahlte über ihm ein kleiner Stern. Und sie zogen weiter. Einer der Weisen verletzte sich auf dem Weg. Eine Frau aus einem nahen Haus eilte zurück zum Hof, holte Salben und Verbandszeug, behandelte die Wunde und nach einiger Zeit konnten sie weiterziehen. Als der Weise dieser Frau ins Gesicht blickte, strahlte über ihrem Kopf ein kleiner Stern auf. Und so wurde es dunkel und sie hatten keine Unterkunft und mussten auf freiem Feld schlafen. Es begann zu stürmen und der Regen prasselte nieder. Da nahm es ein Bauer aus einem umliegenden Gehöft wahr. Er holte die Weisen zu sich ins Haus, gab ihnen Essen und einen Schlafplatz. Und als sie ihn am nächsten Morgen anblickten und sich verabschiedeten, strahlte ein kleiner Stern über seinem Kopf. Weihnachten, gelingendes Leben ist überall da, wo der Weihnachtsstern von Bethlehem sich wiederfinden lässt in vielen kleinen Sternen unseres Lebens, die wir selber setzen können, wo wir einander achten, wo wir füreinander da sind, wo wir miteinander teilen. Überall da wird es Weihnacht und überall da strahlt der Stern auf. Ich wünsche uns am Beginn dieses neuen Jahres viele, viele kleine Sterne, die uns in vielen Begegnungen aufleuchten, aber dass wir auch selber für andere zu einem so kleinen, leuchtenden Weihnachtsstern werden können. Erlauben Sie mir nur einen kurzen Gedanken noch. Zu 5 Jahren Innenstadtpfarrei und Citypastoral in unserer Stadt. Am 1. Januar 2015 wurde aus den 4 ehemaligen Pfarreien Stadt, Dom, Heilig Geist und St. Josef die heutige Innenstadtpfarrei St. Simplicius, Faustinus und Beatrix gegründet. Und nun ist dieses Baby schon gar nicht mehr so klein. 5 Jahre sind wir auf dem Weg. Ich habe gestern Abend schon gesagt, als ich mir so persönliche Ziele, als ich den Auftrag des Bischofs erhalten hatte, habe ich mir selber 10 Jahre gesetzt. Mal gucken, was wir in 10 Jahren bewegen können. Heute haben wir als Team schon zurückgeschaut und werden das auch in einer Klausur im Januar noch tun, dass wir dankbar sind, auch als Team und ich ganz besonders als Seelsorger, über so viele kleine Sterne, die aufleuchten in vielen
hauptamtlichen, aber vor allem ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich danke diesen allen für diese 5 Jahre, für das gemeinsame, nicht immer leichte Gestalten, für eine Zeit 5 Jahre Veränderung, für 5 Jahre auch ganz neue Wege gehen in der City-Pastoral, die nicht immer von allen Zustimmung finden und auch nicht von allen immer verstanden werden. Ich sage immer, wenn die da Kritik üben, sage ich, euch brauche ich nicht zu gewinnen. Wir wollen andere Menschen erreichen, die weg sind von Glaube und Kirche, und die wollen wir erreichen mit besonderen Wegen, auch niederschwelligen Angeboten, um wieder eine neue Sensibilität zu schaffen für das, was Kirche und Glaube auch heißen kann. Unser Logo drückt es etwas aus. In unserem Logo, das 4-5-farbig ist, da ist ein Kreuz drin zu erkennen. Es ist das große Fenster und Portal unserer Stadtpfarrkirche drin und ein Mensch. Und diese 3 Dinge sind für uns Zielpunkte. Das offene Portal unserer Stadtpfarrkirche ist zum Sinnbild von Willkommenskultur in unserer Gemeinde geworden. Der Mensch steht im Vordergrund und miteinander sind wir als Menschen auf der Suche gemeinsam nach Gott. Und wir sind unter das Kreuz gestellt und versuchen, ob in traditioneller Gemeinde, in Liturgie, in City-Pastoral oder in Öffentlichkeitsarbeit, ist es unser Anliegen, diesen Jesus Christus für die Menschen in unserer Zeit wieder neu erfahrbar zu machen. Ich danke allen, die mit auf dem Weg sind, und freue mich auf das neue Jahr 2020. Was mag das neue Jahr uns bringen? Noch hört man Weihnachtslieder singen in jedem Haus am Krippenstall und staunt ob der Geschenke all. Doch nach den schönen Feiertagen beginnen wieder Zukunftsfragen. Steht ungewiss man vor Kreuzwegen, vergisst ein manches Mal den Segen, der allzeit tief sich um uns breitet und unserer Seele Dunkel weitet. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn reichlich sind des Schöpfers Gaben. Wir tragen alle seinen Namen. So dürfen wir vertrauen. Amen.